Sportarten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die werden aus Langeweile erfunden. So sollen es Engländer gewesen sein, die in der Schweiz, weil sie Nervenkitzel suchten, sich auf Bobs gesetzt und den Berg runtergefahren sind. Eine neue Trendsportart aus den USA hat vielleicht ähnliche Hintergründe. Bürogolf. Gestern Abend erste Meisterschaften in Bremen, beobachtet von Marianne Strauch. Ich begrüße euch mal recht herzlich hier zum ersten Bremer Bürogolf. Die wichtigste Regel ist, der Ball berührt nur den Schläger, den Untergrund und das Loch. Alles andere, was er berührt, gibt einen Strafschlag. Das Green ist hier das Grey des Teppichs. Bürogolfen, das ist das Spiel über Bande mit künstlichen Hindernissen. Ja, okay. Ich will zumindest probieren. Ja. Unspielbare Bälle gibt es nicht. Der Parcours ist ein Platz mit Ventilatoren, Papierkörben und Schreibtischstühlen. Kann ich nicht gleich das Loch 2 weiterspielen? Der Golfplatz, die Räume des Bremer Softwareunternehmens Nuesta. Der Kommunikationstrainer Clemens Wudel hat das Turnier organisiert, nachdem er zufällig auf Vereine in Hamburg und Hannover gestoßen war. Ich fand das erst total langweilig. Und habe dann eine Internetseite entdeckt und da habe ich Fotos gesehen. Und dann war ich Feuer und Flamme. Welches Handicap haben Sie? Meine Frau ist mein Handicap. Wichtig ist das Treffen ins Loch. Ja, das Treffen ist, erstmal die Leute zu treffen, finde ich viel wichtiger, als das Loch zu treffen. Sich fern jeder Etikette zwanglos treffen, bei einer Art Minigolf ins Gespräch kommen, da wo sonst nur Geschäftliches besprochen wird. Das ist moderne Kommunikationskultur und soll das Klima im Team verbessern. Bei Bürogolf haben endlich mal alle das gleiche Ziel in einer Firma, was sonst ja nicht so oft vorkommt. 5. Das Büro wird nach Feierabend zum Ort der Freizeitgestaltung. Manche reizt einfach die Umgebung. Den Veranstaltungsort finden Sie im Internet. Klasse! Was ist das für ein Gefühl, wenn der Ball dann wirklich drin ist? Das ist ein tolles Gefühl, weil das einfach so, man kann es ja nicht planen und dann freut man sich, dass man Glück gehabt hat. Und neben all dem Spaß soll man beim Bürogolf auch noch Wesentliches lernen können. Wenn man zu viel will, verliert man meistens. Nach 2,5 Stunden Einlochen über 2 Etagen, dann gibt's beim ersten Bremer Bürogolfturnier natürlich auch eine Siegerehrung. In dieser Runde ist geworden Tommy mit 41 Schlägen. Ja. Mit diesem Ergebnis hat Tommy sein Handicap im Golf verbessert. Jetzt muss er nur noch an seinem Verhältnis zu seiner Frau arbeiten. Und wir machen weiter mit den Nachrichten. In der Gemeinde